Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret. Wir feiern heute Geburtstag, denn genau heute vor 90 Jahren, am 8. August 1924, startete von hier, vom Nordbahnhof, der damals noch Stettiner Bahnhof hieß, die erste elektrische S-Bahn nach Bernau. Tja, das ist natürlich wirklich ein Grund zum Feiern. Das tut die S-Bahn auch mit einer ganz besonderen Zugtaufe und einem S-Bahn-Jubiläumszug. Dazu jetzt mehr. Zu einer guten und schönen Taufe gehört natürlich auch ein Taufspruch und der lautet hier bei uns: Allzeit gute Fahrt in Rot-Gelb an 750 Volt. Meine Herren, schreiten Sie zur Tat. Womit fangen wir denn an, mit welchem? Den Berliner Zug fangen wir an. Der Berliner Zug ist auf dieser Seite. So, damit ist der Jubiläumszug auf dem Namen Berlin. Der Schriftzug freigelegt. Meine Herren, genießen Sie dieses Gefühl. So schnell wird kein Berliner S-Bahn-Zug auf den Namen Berlin getauft. So, wunderbar. So, und zu Berlin gehört natürlich auch Brandenburg und dann geht es weiter zum nächsten Zug. Der Zug ist ja klar. Und ich lasse nochmal das Mikro hier, dann. Genau. Kommt ihr näher ran? Genau, machen wir gemeinsam. Ja. So. Allzeit gute Fahrt. In Rot-Gelb. In Rot-Gelb bei 750 Volt. Genau. Jo, da. Schön. Jetzt müssen wir aber mit der Taufe hier. Herzlichen Glückwunsch. Also, jetzt taufen wir mal gemeinsam. Eins, zwei, drei. So. Wunderbar. Berlin und Brandenburg sind getauft. Ich glaube, das ist noch ein Applaus wert. Jo. Herzlichen Dank, meine Herren. So, Herr Staatssekretär Gelber, als Andenken an die Taufe des Zuges auf den Namen Berlin gibt es ein Modell von einem 481er. Leider nicht beklebt in der Jubiläumsbeklebung. Das haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Aber damit Ihnen die Berliner S-Bahn auch immer vor Augen ist, wenn Sie im Büro sitzen. Bei mir steht jetzt der Chef der Berliner S-Bahn, Peter Buchner. Herr Buchner, erstmal herzlichen Glückwunsch. Was wünscht man sich denn so als Geburtstagskind? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Wir wünschen uns möglichst viele zufriedene Fahrgäste in unseren Zügen und tun alles dafür, dass wir die auch kriegen. Sie haben ja 2009 in einem schweren Gewässer angefangen hier bei der Berliner S-Bahn. Was ist inzwischen passiert? Ja, das stimmt. Wir haben 5 schwierige Jahre hinter uns, nicht nur für die Geschäftsführung, sondern auch für die 3000 Mitarbeiter. Wir haben in den letzten Jahren jeden Stein umgedreht. Wir haben die Züge sehr intensiv überarbeitet. Wir haben die Werkstattkapazitäten dafür stark angehoben. Und wir haben uns auch sehr intensiv um die Sauberkeit gekümmert. Sie haben die Mitarbeiter angesprochen. Also haben Sie das Gefühl, dass inzwischen die Stimmung besser geworden ist? Denn die mussten ja schon darunter leiden, dass die S-Bahn zum Gespött der Stadt wurde damals. Na klar, haben die Mitarbeiter da sehr stark drunter gelitten. Aber ich bin mir sicher, dass inzwischen der Stolz überwiegt über das, was wir gemeinsam in den letzten 5 Jahren geschaffen haben. Wann werden Sie denn wieder den Status von damals, als alles so rund lief, erreichen? Also Anzahl der Züge, Kapazitäten? Den haben wir seit einem Jahr wieder. Wir fahren heute wieder ungefähr das Angebot von vor der Krise und wir haben die Pünktlichkeit von ungefähr 96% im Verkehrsvertrag und die Kunden haben uns auch im Frühjahr die Zufriedenheit vom Frühjahr 2009 zurückgespiegelt, sodass wir sagen können, wir sind wieder dort, wo wir vor der Krise waren. Wie schwer war die Arbeit oder ist sie nach wie vor, Vertrauen zurückzugewinnen? Denn man kennt das ja, wenn man erstmal ein schlechtes Bild abgegeben hat, ist das wesentlich schwieriger, das wieder zu revidieren, als wenn man ein gutes Bild hat. Das ist genau der schwierigste Punkt, den Sie ansprechen. Deswegen ist unser Motto auch die S-Bahn, der man vertraut. Das gilt sowohl für das Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung, als auch von den Kunden, von den Bestellern. Das ist wirklich für uns der ganz große Knackpunkt. Und da kann man das nicht mit einigen Monaten wieder hinbekommen, was vorher in Jahren kaputt gegangen ist.
gegangen ist. Und da sind wir mit Sicherheit noch lange nicht am Ende. Herr Buchner, Berlin ist eine wachsende Stadt. Das ist auch für Sie eine Herausforderung. Die Zahlen sprechen für sich. Sie haben einen steten Anstieg, haben jetzt, glaube ich, auch richtig gute Zahlen vorzuweisen. Aber was bedeutet das auch als Herausforderung? Ja, erfreulicherweise steigen die Fahrgastzahlen in unseren Zügen. Wir müssen ehrlich sagen, dass wir mit den jetzigen 650 Fahrzeugen bis in die 20er Jahre auskommen müssen, denn Neubaufahrzeuge sind nicht schneller zu beschaffen. Da muss ja jetzt erstmal das Land Berlin einen Bieter küren, der dann die Fahrzeuge bestellt, und dann müssen die konstruiert, beschafft, getestet und dann erst eingesetzt werden. Das heißt, mehr Züge können wir nicht aufs Gleis bringen, aber es gibt schon noch Angebotsverdichtungen, die sinnvoll und möglich wären, wie zum Beispiel die Angebotslücke untertags im Nord-Süd-Tunnel an Montagen bis Freitagen auffüllen oder an Sonntagen noch die Lücke auf der Stadtbahn, die es gibt. Also so einzelne Kapazitätsausweitungen sind mit den vorhandenen Zügen schon möglich. Fährt der S-Bahn-Chef eigentlich selber mal S-Bahn? Ja, selbstverständlich. Ich fahre jeden Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit, meistens mit der S-Bahn oder auch mit dem Regionalzug. Und wenn Ihnen dann irgendwas nicht gefällt, dann können Sie das gleich auch direkt dann anbringen? Klar, das ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit, dass man das eigene Produkt auch selber erlebt. Und da gibt es viele Themen, um die ich mich dann auch persönlich kümmere. Zum Beispiel die Anschlusssituation in Wannsee, die ich dann ja auch täglich selber miterlebe und wo man schon manchmal nachsteuern muss. Das ist ja wichtig, dass man das selber erlebt, und da juckt es mich dann schon in den Fingern, und schön, dass es Handys gibt. Herr Gebler, 90 Jahre S-Bahn, was verbinden Sie mit dem Jubiläum? Naja, auf jeden Fall 90 Jahre ÖPNV für Berlin, wichtiges Rückgrat des Berliner ÖPNV, die Verbindung zwischen Stadt und Umland und auch Modernität. Die S-Bahn war ja Vorbild für viele andere Nahverkehrssysteme in Deutschland und auch weltweit, weil es eben ein leistungsfähiges, elektrisch betriebenes System ist, was die Stadt mit ihrem Umland verbindet. Sprechen wir nochmal über die Krisenjahre. Da hat sich die Deutsche Bahn nicht gerade als verantwortungsbewusster Betreiber erwiesen. Haben Sie das Gefühl, man hat inzwischen aus den Fehlern gelernt? Ja, auf jeden Fall. Der S-Bahn-Verkehr hat sich stabilisiert in den vergangenen Jahren. Die Deutsche Bahn hat aus ihren Fehlern gelernt und hat vor allen Dingen auch sehr viel Lehrgeld bezahlt. Das muss man an der Stelle auch sagen. Wir sind jetzt auf einem Stand wieder etwa wie vor der S-Bahn-Krise. Wir brauchen insgesamt mehr Züge, wir brauchen neuere Züge, deswegen machen wir das Vergabeverfahren. Wir haben auch für die Übergangszeit jetzt Lösungen entwickelt, also die Berliner S-Bahn ist auch für die nächsten Jahrzehnte gut aufgestellt. Gut, bei der Übergangszeit ist die Deutsche Bahn ja wieder gefragt, deswegen gibt es viele Stimmen, die sagen, das ist doch schon völlig klar, wer das Ausschreibungsverfahren gewinnt, das wird wieder die Deutsche Bahn sein. Die Deutsche Bahn ist sicherlich ein starker Wettbewerber. Im Vergabeverfahren wird diskriminierungsfrei jeder Bewerber, der entsprechende Leistungen anbietet, auch berücksichtigt werden. Bei dem Übergangsvertrag ist das was anderes, weil eben niemand die Fahrzeuge jetzt ad hoc hat. Aber für die Ausschreibung mit den Neufahrzeugen hat jeder die Chance, sich da einzubringen. Natürlich zu den Konditionen, die wir vorgegeben haben und die ja auch von Senat, Parlament und auch von der Öffentlichkeit gefordert worden sind. Sie haben gerade in Ihrer kleinen Rede gesagt, dass das gar nicht so einfach ist, also auch einen Vertrag zu formulieren, der Sicherheit bietet für die Kunden, für die Berliner. Wo sind denn da die Hauptknackpunkte? Was ist denn daran so schwierig? Die Berliner S-Bahn ist ein Unikat. Dieses System gibt es weltweit so nicht noch einmal. Das heißt, die Fahrzeuge sind Spezialfahrzeuge nur für Berlin angefertigt. Das kann natürlich auch immer zu Mängeln führen, zu Macken bei den Fahrzeugen, die erst im Verlauf des Betriebs auftreten. Dann ist es ein sehr komplexes System mit eigenem Gleiskörper, eigenen Bahnsteigen, die auch extra dafür ausgerüstet werden müssen. Und es ist eben ein sehr großes System. Alle denken immer, naja, Hamburg, München haben auch Netze. Das Hamburger Netz ist nicht mal ein Drittel so groß wie das Berliner Netz. Also es ist eine Riesenaufgabe, die hier zu bewältigen ist. Und es ist auch schwer zu kontrollieren. Es macht ja keinen Sinn, wenn man jetzt hinter jedem S-Bahn-Fahrer noch jemanden stellt, der kontrolliert, ob er auch pünktlich fährt oder in den Werkstätten. Das muss schon im Vertrauen mit dem Betreiber funktionieren. Da kann man ein paar Kriterien formulieren. Aber letztendlich muss man einfach sich auf bestimmte Zielvorgaben einigen. Die müssen überprüft werden, und da muss es dann auch entsprechende Strafen geben. Dafür brauchen wir auch einen verlässlichen Partner, und nach dem suchen wir gerade. Herr Gebler, haben Sie Sorge, dass die Mitbewerber jetzt klagen werden, weil die Ausschreibung noch mal verlängert wird?
Nein, eigentlich alle Bewerber haben gesagt, sie brauchen mehr Zeit, um das Angebot, um eine Angebotsabgabe zu machen. Deswegen haben wir das auch gemacht. Ich glaube, das ist im Interesse der Bewerber und einer qualitativen Bewerbung auch. Insofern, und wir reden jetzt über 3 Monate, die wir sozusagen für die Angebotsabgabe mehr Zeit gegeben haben. Und da sage ich mal, wenn da bessere Ergebnisse rauskommen, dann ist es das wert. Sie haben ein schönes Geschenk bekommen, quasi den Jubiläumszug, der für die Verbindung Berlin-Brandenburg steht, die ja die Verbindung damals auch 1924 war, die erste. Wo wird das seinen Platz finden? Das wird bei mir im Büro aufgestellt. Der Senator hat übrigens auch schon mal eine 481er Serie so bekommen. Der hat das schon in seinem Büro, insofern kann ich das dann bei mir hinstellen. Gleich startet hier der S-Bahn-Jubiläumszug nach Bernau, liebe Zuschauer. Wir steigen ein und nehmen Sie mit, also bleiben Sie dran.